Jo Leute, was geht? Wir sind mal wieder im Wald unterwegs heute. In ein paar Tagen fahren wir zum Reschenpass. Und wir haben gehört, dort soll es ziemlich ruppig sein. Deswegen sind wir heute mit jemandem unterwegs, den ihr schon kennt. Und der uns heute ein bisschen zeigen wird, wie man wirklich ruppiges Gelände fährt. Wurzeln, Steinstufen, all das, was man normalerweise schön entspannt langsam runterhoppelt. Das fahren wir heute ein bisschen schneller, hoffentlich. Hallo zusammen. Seit dem letzten Training mit Nino ist inzwischen einige Zeit vergangen, die ich vor allem dazu genutzt habe, an meinen Grundlagen zu arbeiten. Haltung auf dem Rad, richtiges Setup, Blickführung in den Kurven, den Link dazu findet ihr jetzt oben eingeblendet. Und ja, es läuft eigentlich ganz gut. Ich konnte mein Tempo kontrolliert steigern und fühle mich generell einfach wohler und sicherer auf dem Rad. Die Naturtrails in Sölden hatten allerdings dann doch noch mal so ein paar Fragen aufgeworfen und da Michi und ich bald ins Enduro-Paradies am Reschenpass aufbrechen, konnten wir ein paar Tipps echt gut gebrauchen. Wie gut, dass Nino Zeit hatte, denn was gibt's Besseres, als sich diese Tipps direkt vom Profi abzuholen? Jo. Oha, krass, ja. Als erstes haben wir uns eine Stelle vorgenommen, die ich zwar schon öfters gefahren bin, sich aber nie so wirklich gut angefühlt hat. Erste Situation, ich weiß nicht, wie steil es auf der Kamera aussieht, es ist so, was würdest du sagen, Nino, steil? Ja, mittelmäßig. Mittelmäßig steil. Aber Schwierigkeit ist, wir haben dort so eine kleine Stufe irgendwie und danach geht es direkt in die Kurve und das Ganze ist ziemlich rumpelig. Also die erste Devise ist immer total wirklich locker auf dem Rad sitzen, nicht verkrampfen. Du fährst ja hier schon rüber, dann siehst du ja hier an der Kante, dass man hier wirklich rüber rollen kann. Ja. Ne? Klar kann man abziehen, ne? Dann springt man ziemlich weit, aber dann musst du schon richtig den Anker kurz ziehen. Ja. Dann wieder schnell die Bremse öffnen, ja, dass du wieder um die Kurve kommst. Hier leicht gebeugt, so neutral im Rad stehen, Rad nach vorne, wieder zurück. Nachdem das Ganze nun schon mal so ein bisschen kontrollierter lief, ging es jetzt daran, die Stelle dynamischer oder zumindest mal so ein bisschen flüssiger zu fahren. Ich sehe die Kante und dann kann ich das Rad schon vor hochziehen und dann hier rein. Hat den Vorteil, ich bin nicht so lange in der Luft und habe schon die kontrolliertere Richtung in die Linkskurve jetzt hier rein. Wenn du springst, musst du das Fahrwerk ordentlich arbeiten, kommt wieder raus, muss sie so ein bisschen fangen. Dann wird es ein bisschen unsicher in der Kurve, ja, und so könntest du halt schon so ein bisschen dynamischer alles fahren, ohne dass das großartig poltert, ne? So zumindest die Theorie, denn auch wenn ansonsten jetzt alles gut lief, ich habe in dieser verdammten Kurve irgendwie immer Grip verloren und dann zur Sicherheit schnell den Fuß rausgestellt, was nicht unbedingt falsch ist, aber halt auch nicht wirklich schön. Also ganz wichtig ist immer mit der richtigen Geschwindigkeit durch die Kurve. Lieber langsamer rein, schneller raus. Schön ausholen. Ganz rund fahren, damit du schön Geschwindigkeit mitnimmst. Ja, super. Ellbogen raus, Geschwindigkeit richtig einschätzen, Rad da vorne. Fuß auf. Jawohl. Jetzt war der Fuß drauf. Und abgehoben ist er auch. Das wird, jo. Kennt ihr das, wenn man vorfährt und sich plötzlich in so einer Sackgasse wiederfindet? Das nächste Thema war also aus ziemlich offensichtlichen Gründen Linienwahl und Blickführung. Ich bin ja jetzt hier geradeaus gefahren, weil für mich der kürzere Weg ist. Ist schnell, ne? Ist zwar der kleine Sprung da, aber kriegt man gehändelt. Zweite Variante ist Kurve hier außen anfahren, rundfahren. Nicht unbedingt die Stufe, weil die schon ziemlich spitz zum Kurvenende zeigt. Das heißt, ich würde einen Schlag kriegen und dann würde ich so ums Eck taumeln, das sozusagen. Das ist das, was mir gerade passiert ist. Genau. Deshalb dann schön außen anfahren, Kurve rundfahren, Geschwindigkeit mitnehmen und dann passt das. Du sagtest, du kennst den Trail schon, ne? Aber wenn ich jetzt den Trail noch nicht kenne, darauf zufahre, ich sehe ja nicht ein, was hinter diesem Stumpf ist. Ne? Deshalb, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, hat meine Oma immer gesagt. Ne? Also dann halt lieber dann den sicheren Weg halt nehmen, die Sichtweite auch deiner Geschwindigkeit anpassen. Ne? Wenn ich langsam fahre, kann ich ja 1-2 Meter
vor mir gucken, ne? Aber wenn ich schon echt zügig unterwegs war, wie du jetzt gerade, dann musst du echt weiter vorausschauen, um zu sehen, was kommt. Auch wenn die Leinen über den Baumstumpf einen Tacken schneller war, als die Kurve auszufahren, der eigentliche Knackpunkt an der Stelle war, die Lines zu erkennen, die sich flüssig fahren lassen, auch wenn andere auf den ersten Blick vielleicht einfacher erscheinen. Irgendwann kamen wir dann an ein paar Sprüngen vorbei. Also ich meine, wir hatten eigentlich eine Fahrtechnikmission. Aber dann war da dieses kleine Gap und irgendwie scheinen auch 20 Jahre Profisport nichts daran zu ändern, dass man an so einem Jump nicht vorbeifahren kann. Nächste Stelle, und zwar eine Stelle, an der ich vorher so ein bisschen versagt habe mal wieder. Und zwar geht es von hier oben runter und ihr seht das, ich weiß nicht, wie gut man es auf der Kamera sieht. Sehr gut. Wenn ich mich daneben stelle, es sind relativ hohe Stufen und danach folgt eine sehr scharfe Rechtskurve, die kein Anlieger ist oder sowas. Und das sind immer so Stellen, da fahre ich meistens zwar diese Stufen ohne Probleme, aber semmel dann irgendwie geradeaus. Nino macht das jetzt einmal vor, wie das richtig geht. Zauberwort hier unten, wo du deine Schwierigkeiten hast, ist bestimmt Blickführung. Ne? Du hast den Baum gesehen und hast gesagt so, oh, Baum. Ne? Und vielleicht habt ihr das im Video gesehen, dass ich schon aktiv in die Kurve reingeschaut habe. Und das andere, wenn ihr hier oben in den Trail fahrt mit mehreren Stufen, fangt nicht an, so punktuell zu bremsen, sondern dynamisch fahren, die Bremse etwas schleifen lassen. Ne? Weil wenn ihr punktuell bremst, schaukelt sich das Rad auf, ihr werdet unruhig, ne, und könnt das Rad nicht mehr so gut kontrollieren. So, und bei der nächstgrößeren Stufe, ihr sitzt ja ganze Zeit neutral im Rad, ne, dann habt ihr die Arme angebeugt, angewinkelt, Ellbogen nach außen und schiebt das Rad dann in die Senke rein. Also neutral im Rad stehen, tiefer Schwerpunkt, Ellbogen nach außen, Bremsen schleifen lassen, in die Kurve reingucken. Da unten ist wirklich das absolute, was wichtig ist, dass du in die Kurve schon reinguckst, gar nicht auf den Baum. Okay. Ja, super. In die Kurve jetzt reinschauen, Oberkörper eindrehen, perfekt. Da, wo du hinschaust, da fährst du auch hin. Genauso wie wenn du bei hoher Geschwindigkeit weit vorausschauen musst. Das, was schon da war, hat dein Körper, dein Gehirn alles schon registriert. Das verarbeitet ganz automatisch. Ja. Ne? Und genauso ist das hier, in die Kurve reingucken, der Oberkörper geht ja dann automatisch schon mit. Ja. Ne? Ja. Guckst nach links, nach rechts, der Oberkörper dreht sich ja mit rein. Die Sonne stand schon tief, aber eine Sache hatten wir noch auf dem Zettel. Ein Steinfeld. Ich sag's wie es ist, Leute, ich hatte eigentlich nie große Probleme mit Steinfeldern. Locker lassen und durch. Dieses biestige Teil hier wurde aber zu einer harten Nuss. Nicht wegen des Steinfelds selbst, sondern wegen dieser Anfahrt, die ich einfach nicht in meinen Kopf bekommen habe. Entweder ich war zu langsam oder, und das war das deutlich größere Problem, ich habe die Leine verkackt. Und zwar so oft, dass ich langsam ernsthaft an mir gezweifelt habe. Ja, scheiße, schon wieder. Den spitzen Stein sollst du dir merken. Ja. Den guckst du dir jetzt an. Ja. Dass du hier dran vorbei. Ich war schon kurz davor aufzugeben, als Nino dann angefangen hat, irgendwie mein Gehirn umzuprogrammieren oder so. Ich sollte mir auf jeden Fall Step by Step die Line anhand von markanten Merkmalen einprägen hier und der Stein, ablaufen. Dass hier alles frei ist. Ja. Und dass du nah an dem rechten Baum dran fahren musst. Ja. Den großen Radius, weil du dann schöner hier um die Kurve kommst, an dem Baum vorbei. Ja. Präg dir das einmal kurz ein. Okay. Wirklich? Ja, und dann muss ich quasi hier wirklich nah dran genau. Vorbei. Ja, und dann komme ich auch hier rein, dann ist alles gut. Dann komme ich nicht da oben irgendwo im Gemüse raus. Ja, dann guck dir nur dahin, wo du herfahren willst. Nichts anderes. Und dann wirst du jetzt sagen so, ey scheiße, warum funktioniert das?
Das ist so. Ja, ich werde es mir jetzt einprägen. Das funktioniert, Jungs. 100 Pro. Links dran vorbei, jawohl. Boah, ey, wie das geht, ey. Ist der verrückt. Unglaublich, oder? Ey, das ist unfassbar. Das war jetzt ehrlich, das ist kein Glück, das ist so. Ich wusste, dass das echt passiert, weil man prägt sich das ein. Ganz ehrlich, Leute, ich hätte es nicht gedacht, dass es klappt. Es ist schon krass, wie viel so eine Fahrtechnik-Session mit dem richtigen Lehrer bringen kann. Ich meine, wir sind hier heute keine wahnsinnig schweren Trails gefahren oder so, darum ging es auch gar nicht, sondern vielmehr darum, Grundlagen für ruppige Trails zu schaffen. Und oft sind es eben diese kleinen Hinweise, die alles verändern. Ich kann es jetzt jedenfalls kaum erwarten, die berühmt-berüchtigen Trails am Reschenpass endlich zu sehen und das, was ich heute gelernt habe, dort anzuwenden und zu üben. Und wenn ihr Bock habt, mich dabei zu begleiten, dann abonniert am besten den Channel hier. Und ansonsten, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und vielleicht konntet ihr auch so ein bisschen was daraus mitnehmen. Leute, habt eine gute Zeit. Wir sehen uns auf dem Trail. Bis dann, macht's gut. Ciao.